Ich begrüße euch recht herzlich zu Walliser Nachrichten auf Teleoberwallis am Valentinstag und unter anderem haben wir diese Themen für euch bereit. Grosser Fasnachtsumzug zu Naders, Rivella Family Contest zu Fischbertärbenen und klarer Sieg vom EHC Saastal. Zu Naders war am Sonntag der grosse Fasnachtsumzug. Im Ganzen haben 53 Gruppen mitgemacht, darunter viele Guckemüsige. Verschiedene Vereine und auch die Oberwalliser Fasnachtsgesellschaften, wie hier die Bayernzunft, haben ihre Süße auf grossen Wegen präsentiert. Das gute Wetter hat viele Besucher am Furkastrasse gelockt und viele von denen sind gerade selber als Masken gekommen. Am Rivella Family Contest zu Fischbertärbenen haben 60 Familien am Skiblaustag teilgenommen. Mit dem Skirennen startet die ganze Familie mit einem einfachen Parkour und die Zeit stoppt, sobald der letzte Teilnehmer vom Team im Ziel angekommen ist. Im Vordergrund steht dabei wieder Spass und nicht wie schnell die Familien fahren. Für die Familie, die sich am schönsten verkleidet hat, hat es einen Spezialpreis gegeben. Gewonnen hat am Blauskirennen die Familie Rainer Studer von Fischbertärbenen. In der Kirche von Erne gibt es als Reliquie Knochen vom Heiligen Valentin. Jedes Jahr, immer am Valentinstag, am 14. Februar, präsentiert man in der Kirche den Statue vom Heiligen Valentin. Zum Sport Eishockey. Der EHC Saastal hat am Samstag im 1. Liga Playout-Spiel gegen den HC Tramela mit 6:1 gewinnen. Damit haben die Saastaler die Playout-Serie mit 3:1 gewonnen und sichern sich damit der Liga erholt. Vom letzten Mittwoch bis am Samstag war im Tennis- und Fitnesscenter das Fiesches Junioren-Tennisturnier. Die Turniersiegerin ist Ilena Inalbon vom TC Fischb und Michel Fuchs vom TC Brigg. Bei den Junioren hat der Benedikt Meyer vom TC Brigg gewonnen. Im Gesamt hat es 3 Tableau in den Kategorien Mädchen Botsche U18 und Mädchen U12 gegeben. Die Sonne die hat am Valentinstag im Oberwallis nicht nur für Verliebte geschienen. Ob das schon die ersten Anzeichen des Frühlings waren, wir legen es zusammen im Walliswetter. Kalt war es, aber trotzdem recht schönes Winterwetter, das man am Sonntag so zu Fischen geniessen konnte. Zum Wochenanfang geht das freundliche Wetter weiter, vor allem am Montag ist es noch recht sonnig, auch wenn es zeitweise Wolkenfelder hat, vor allem den Südtäler. Kalt ist, wie gesagt, aber auch dennoch mit minus 3 Grad im Goms, minus 7 im Aletschgebiet, 1 Grad im Talgrund, im Simplongebiet und zur Mappe wägen sich die Temperaturen um die minus 3 bis minus 4 Grad. Am Dienstag sind die Wolkenfelder dann schon ausgedehnter, es bleibt aber noch freundlich und in den Bergen ist es schon ein bisschen weniger kalt. Im Talgrund gibt es dann bis zu plus 3 Grad. Am Mittwoch geht im Rhonental ein schwacher Föhn und in den Südtälern ist es zum Teil schon recht bewölkt. Im Verlauf des Tages tut es langsam zu und in der Nacht auf den Donnerstag gibt es Neuschnee in einer tieferen Lage Regen. Am Donnerstag bessert es aber schon wieder und auch die Temperaturen gehen den Ruf. Das war es also die Walliser Nachrichten. Ich an der Stelle wünsche jetzt schon eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.